Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, wir holen uns heute ein paar Eier von den Zitteraalen. Das haben wir im letzten Part gesagt. Das tun wir jetzt heute auch. Ich war offscreen fleißig, habe ein paar Ressourcen gesammelt. Das heißt, Aquarium und Co. sollten kein Problem sein. Es wäre jetzt nur noch sehr schön, wenn Tag wäre, aber okay. Die Scheinwerfer sind, die sind ja gar nicht so verkehrt. Jetzt bin ich gespannt, ob wir Eier finden. Das wäre schon verdammt awesome, Leute. Hi, Kollege. Die anderen Viecher, die sind noch nicht geschlüpft. Ich habe gerade eben noch mal ganz kurz nachgeguckt. Brauchen wohl noch ein bisschen. So, jetzt sind wir hier. Wenn ich mich nicht täusche, kann ich hier irgendwo runter. Dann irgendwann mal so ein bisschen schräg runter. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ich habe immer noch keinen Plan, was für ein Ei das andere war, was wir hier auch gefunden haben. Da bin ich schon echt, echt neugierig. Okay, ich glaube, die Richtung, die passt. Ja, komm, können wir mitnehmen. Bietet sich an. Wenn es hier schon über meinen Weg kullert, dann nehmen wir es auch mit. Das hat ja förmlich geschrien. Trollo, Trollo, nimm mich mit, nimm mich mit. Ich will in deine Sammlung. Ich komme hier ein bisschen vor wie bei... Da haben wir schon wieder eins. Wie bei Pokémon komme ich mir ein bisschen vor. Ich will sie alle sammeln. Es bringt mir absolut nichts, aber ich will es trotzdem. So. Gut. Fisch überfahren. Aufgabe erledigt. Dann schauen wir mal weiter. Ich glaube aber, die Richtung, die passt. Das schaut aber auch eher nach Textur aus, dieses Grüne, oder? Bist du Textur? Hm. Blauleich. Nö, kann ich nicht abcutten. Ja, das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Alles klar. Vielleicht sollten wir hier... die Energiesysteme hochfahren. Die Verteidigungssysteme. Ah. Also hier wird es auf jeden Fall kniffliger, an die Eier zu kommen. Das sehe ich jetzt schon. Hier nehmen wir uns auf jeden Fall ein paar Sporen von diesen Pilzen hier mit. Die kann man ja eben nämlich auch schön anpflanzen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir irgendwo Eier finden. Ich hoffe doch. Ha, habt ihr irgendwo Eier gelassen? Jap, 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 jap. Hier ist auf jeden Fall eins. Aber das ist kein lustiges Ei gewesen. Ich glaube, diese dunkleren, von denen ich nicht weiß, was sie sind. Ich glaube fast, das sind diese angepissten Seepferdchen. Vermute ich fast. Hey, da ist eins, da ist eins, da ist eins, da ist eins. Will's haben, will's haben, will's haben. So, wir sind wieder leer. Sehr schön. Okay, das war ein Ei. Ich will aber auf jeden Fall mehrere haben. Die Viecher können ganz schön groß werden. Sieht jemand eins? Ich gerade nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre ich so ein bisschen schief. Ah,
Jetzt hätte ich so ein bisschen Schräglage. Da ist wieder so ein Ei. So, das will ich haben, das will ich haben. Knochen. Uiuiuiui. Ich glaube, das war ein anderes Ei. Aber ich hätte gerne noch so einen Elektrofisch. Wer sucht, der findet, Leute. So ist das doch. Okay. Das gab kräftigst eine auf die Fresse, mein Freund. Aber ein paar Eier haben wir jetzt schon gefunden. Zwar noch nicht zu 100% die, die wir unbedingt wollten. Aber macht ja nichts. Schön wäre es, wenn man die Viecher irgendwie kreuzen könnte. Ich würde es tun. Wahrscheinlich würden dann irgendwelche Mutanten rauskommen. Die schreien, oh, töte mich. Aber es würde mir Spaß machen. Hoi. Ob die das merken, dass ich deren Eier... dass ich deren Eier klau? Weil der Kollege hier schiebt mich ganz schön. Uiuiuiui. Wir müssen jetzt auch demnächst mal reparieren gehen, weil dem... der Motte geht's gerade gar nicht gut. Also überhaupt gar nicht gut. Dich nehme ich noch mit. Schaut zum Inventory aus. Da passt es eigentlich noch. Gleich ist unser Saft aus. Aber ich konnte noch fertig reparieren. Sehr schön. Ja, im Inventory passt auf jeden Fall noch gut was rein. Frage ist, wie tief sollen wir noch gehen? Rentiert sich das? Mich hat's gerade echt gerissen. Auf einmal kommt da irgend so ein Drecksviech daher gespawnt. Da ist auf jeden Fall noch ein Ei. Und ich würde auf jeden Fall gern hier so Kusch mitnehmen. Inventory voll. Okay, wir sind wirklich voll. Dann cruisen wir jetzt erstmal heim. Ich meine, wir können ja noch mal herkommen. So ist ja nicht. Das finden wir schon wieder. Aber jetzt erstmal das retten, was wir haben. Alter Schwede, wir sind schon ganz schön weit gereist. Und bis zur Base haben wir jetzt durchaus eine etwas längere Strecke. Ja, hier das Trümmerteil. Da bin ich ja schon mal gestorben. Und da durfte ich damals schon zur Seemotte wieder hinschwimmen. War sehr lustig. Noch gar nicht so lange her, wer es nicht mitgekriegt hat. Aber hier ist der Boden aber ziemlich instabil, also auf jeden Fall krank. Aber was hatte mir so einen Schaden vorher gemacht, dass wir auf 50% schon unten waren? Sind das diese Elektrowürmer? Machen die so einen Damage? Das ist echt heftig. Naja, so weit sollte es ja jetzt eigentlich nicht mehr... Ja, doch, 500 Meter würde ich sagen. Sowas um den Dreh.
dürften das noch sein? Die Elektrowürmer. Ob ich so einen E-Wurm als Antrieb für meine Seemotte hernehmen kann? Müsste doch funktionieren. Den schließen wir an die Motoren an. Und der betreibt dann unser Ding. Das sollte doch funktionieren. Ich bin jetzt kein Ingenieur oder sowas, aber müsste funktionieren. Ich meine, das produziert doch Strom. Das ist wie das Experiment mit der Kartoffel. Welcome aboard, Captain. Wie eine Kartoffelbatterie. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall Husch. Dann haben wir Knochenei. Ich bringe das Zeug jetzt mal ganz kurz hier in den Schrank. Falsche Richtung. Hier in den Schrank. Tier. Bio. So, und jetzt würde ich, bevor wir die Seemotte leer machen und sowas, gerne nochmal ganz kurz hier hinter sprinten. Und zwar... Ja. Ja. Es ist geschlüpft. Das Knochenei war definitiv eins von den angepissten Seepferdchen. Da sieht man's. Okay, die Eier sind wirklich alle geschlüpft. Miese Sache. Na, nicht ganz alle, aber fast, aber einige. Okay, das Seepferdchen holen wir dann da auf jeden Fall noch raus. Dann wissen wir das jetzt auch. Dieses Knochenei ist auf jeden Fall das Seepferdchen. Wieder ein Rätsel gelöst. Gut. So, dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall erstmal Titan. Und Glas. Und überhaupt brauchen wir eigentlich ganz viel. Hier in den Quarzschrank. Der ist jetzt momentan leer. Tue ich mal das Kuschzeug rein. Eine Quarz nehmen wir jetzt mal mit. So. Titan. Vielleicht sollten wir, bevor wir irgendwas machen, nochmal eine Wandverstärkung hier gleich hincraften. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das uns reicht. So, 12,8. Jetzt sollte es auf jeden Fall problemlos funktionieren. Jetzt nehmen wir uns hier auf jeden Fall einen guten Schwung Titan mit. Und schauen erstmal, wo wir uns einen Raum hincraften. So. Aber jetzt ja doch hier schon einige Aquarien. Also ich hätte ja Bock, hier weiterzumachen. Das gefällt mir eigentlich. Jo. Perfekt. Genauso stelle ich mir es vor. Dann hauen wir hier gleich noch einen oben drauf. Manchmal bin ich echt blind. Aber eigentlich brauchen wir ja fast nochmal zwei Aquarien, oder? Weil wir haben jetzt die Seepferdchen und die Elektrowürmer. Also müssen wir weitergehen. Gut. Eine dahin. Noch ist die Höhlenintegrität okay. Einen hier drauf. Und somit steht schon mal das Elementare. Ja, jetzt haben wir unsere Base aber schon ganz schön ausgebreitet, Leute. Und das ist jetzt hier echt wie SeaWorld. Da hinten, dort, da, hier... Überall Aquarien. Krass. Echt krass. Also echt definitiv wie SeaWorld. Gefällt mir, okay.
Dann quatschen wir gar nicht so viel, machen wir direkt weiter. Hier haben wir direkt nochmal einen Quarz gefunden, nehme ich mit. Wieso nicht? Free Stuff. Okay, 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 okay. Dann brauchen wir Glas. Wie viel Glas brauchen wir denn? Das sind 4 Aquarien, die wir insgesamt hochziehen wollen. A2 Dinger. 8 Glas. Ne, Moment. Ein Aquarium braucht 4. 8, also 16 Glas brauchen wir. Ich glaube nicht, dass wir so viel Quarz haben. Stecken wir mal das Titanium nochmal ganz kurz weg. So, 2 Quarz haben wir schon mal in der Tasche. Also 16 Gläser brauchen wir. 15. Irgendwie bin ich gerade brainfucked. Passt mal auf. Wir haben 4 Aquarien, A4 Glas, also 16 Glas brauchen wir. 1 Glas, 2 Glas, 3 Glas, 4 Glas, 5 Glas, 6 Glas, 7 Glas, 8 Glas, 9 Glas, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 15 und 16. Das passt tatsächlich hin. Dann brauchen wir nur noch für die Luken. Krasse Scheiße. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir tatsächlich so viel in so einem Schrank drin haben. So. Irgendwie wäre es halt cool hier beim Replikator, wenn auch das Inventar offen wäre. Mal sehen würde, was aus dem Inventar verschwindet. Das fehlt mir so ein bisschen, so die Übersicht. Ich crafte jetzt hier vor mich hin. Ich könnte mich total verhauen haben. Ach, wie lange denn noch? Es waren doch jetzt schon 16, oder nicht? So, jetzt aber. Gut, dann nehmen wir die 2 noch mit. Die verwandeln wir natürlich auch gleich in Quarz. Und, ja, das Titan nehmen wir jetzt auch noch schnell mit. Das brauchen wir auf jeden Fall für die Leitern und für... So, perfekt. Jetzt einen kleinen Sprint hinlegen. Da lang. Ich glaube, ich bin jetzt gerade an der komplett falschen Seite, oder? So. Aber das ist prinzipiell schon richtig. Ja, das ist prinzipiell schon richtig. Das mit den Leitern ist halt so kacke, dass es nur diese paar Slots gibt, wo man die hinstellen kann. Wieso kann ich die nicht überall hinstellen? Das wäre doch viel, viel besser. Aquarium. So, das war der erste Streich. Moment. Ich habe die dumpfe Befürchtung, dass wir da von unten anfangen müssen. Da habe ich die dumpfe Befürchtung, dass wir... Inventar voll. Alles klar. Wieso kann ich da keine... Sag nicht, ich kann da nicht, weil ich schon eine... Oh, ich kotz gleich. Kann ich jetzt wenigstens durchgehen? Nein, kann ich nicht. Gottverdammte Scheiße. Also gerade geht's mir echt auf den Sack. Wenn ich jetzt hier so halbwegs richtig... Null Titan. Jetzt muss ich hier wirklich so ein Aquarium kurz anfangen. Damit ich ein bisschen Platz hier kriege, oder wie? Mann. Also das mit den Leitern ist
immer noch echt, echt scheiße. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden, aber nicht wirklich. So, hier gibt es jetzt keine nach oben, oder wie? War das jetzt die hier? Ja, war's. So, dann kann ich hier jetzt ein Aquarium hin tun. Dann kann ich da hinten ein Aquarium hin tun. Zwar genau hier. Früher konnte man doch diese Scheißleitern auch hier. In den Gängen. Aber das geht nicht mehr. Schön. Hier geht's aus irgendwelchen Gründen auch nicht. Spinn ich jetzt? Hier wird's gehen. Hier wird's... Ich check's grad nicht. Ich blick da grad nicht durch. Und ich fühle mich grad irgendwie komplett verirrt. So. Machen wir den Scheiß jetzt hier fertig. Dann können wir hier noch eins hinstellen. Mann, 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 das ist heute eine schwierige Geburt. So. So weit, so gut. Ja, Leute, ich würde sagen, den Rest machen wir beim nächsten Mal fertig. Ich habe jetzt irgendwie gerade nicht mehr so den Nerv. Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen die Orientierung hier verloren. Ja, hört sich nach einem Plan an. Ich hoffe aber nichtsdestotrotz, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.